Heute bin ich in Chemnitz-Sigmar bei der Wismut. Es sind immer noch eindrucksvolle Gebäude. Hier hatte ich als Bauplaner und Bauprojektant mit Fachgebietsverantwortlich zu tun. Erst, wo ich bei der Fahrzeugelektrik als Investbauingenieur war und dann bei Fahrzeugelektrik Ruhla. Da habe ich hier Software eingekauft, Planungssoftware, CAD, also AutoCAD, CADI und Statikprogramme für Fundament, Statikberechnung. Ja, hier die Grubenlok, ganz interessant, ein Förderwagen fürs Erz. Und hier das große noch Gebäude gegenüber, die Wismut Hauptverwaltung. Gehört mittlerweile zur Montanregion Erzgebirge, Kosnohori. Und das repräsentative Gebäude Jagdschenke 29 war der Sitz der Gebietsparteileitung der Wismut, der SED, heute der Wismut GmbH. Und wurde in den 50ern aus der Zeit des neoklassizistischen Stils im Rahmen der Umwandlung der SDAG Wismut zur der sowjetischen Aktiengesellschaft Wismut zur sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft, also SDAG, errichtet. So, da gehen wir mal rüber. Und hier ist jetzt die Krankenkasse, die Rentenversicherung drin, Knappschaft, Bahnsee. Und jetzt aber von der anderen Straßenseite. Der komplette Komplex. Und hier daneben war die Wismut-Planung noch. Später C&E, Consulting and Engineering. Also jetzt noch. Sorry für die Windgeräusche, Mikrofon nicht dabei. So, hier sind die Gebäude. Jedoch der Hauptbezug zur Wismut in Karl-Marx-Stadt und Aue war nicht die Planungstätigkeit als Projektingenieur, als Bauplaner, sondern zwei sportliche Geschichten, Wismut Aue der Fußball und noch mehr Wismut Aue der Handball in der DDR-Oberliga, weil mein bester Freund dort, Michael Jecke, 1973/74 DDR-Juniorenmeister war, auch wenn er Karl-Marx-Stadt gewohnt hat. Hat er aber für Aue Handball gespielt, DDR Meister geworden und dann viele Jahre in der DDR Oberliga für die Männermannschaft gespielt, hat mit tollen Erfolgen und tollen Erlebnissen und er hat hier gearbeitet bei der Wismutplanung als Konstrukteur nach seinem Studium in Leipzig und dem Spiel bei der DHFK Leipzig und bis zu seiner Republikflucht vorm Abschiedsspiel in Aue, wo wir auf dem Zeller Berg saßen und gewartet haben, dass er kommt. Und wo er nicht kam beim Einlaufen, war mir schon klar, dass der Micha, dass wir viele Jahre nicht wiedersehen werden. Mittlerweile auch mit meiner Frau so befreundet seit Jahrzehnten. Und ja, und das Kapitel war dann praktisch mit der Wismutplanung ab September 1989 erledigt und dann hat noch ein Freund hier gearbeitet,
bis lange nach der Wende noch der Bernd Schreiter, der damalige Kreisläufer von Wismut Aue, und das ist der Bezug. Und der zweite Bezug ist die Literatur, die DDR-Literatur. Ich hatte vor ein paar Wochen oder zwei Monaten vorgestellt den für mich besten Nachkriegsroman über die DDR und die Wismut von Dieter Bräunig, Rummelplatz, der jahrzehntelang verboten war in der DDR und vor ungefähr 10 Jahren erstmals erschienen ist. Und dieses Buch kann ich empfehlen, weil nirgendwo so die DDR, in der DDR-Literatur die Wismut so intensiv beschrieben wird. Deswegen war auch verboten, unter anderem deswegen. Und das waren die Empfehlungen. Glück auf von der Wismut. Nicht mehr in Karl-Marx-Schloss, sondern jetzt in Chemnitz. Natürlich nach Aue. Ne?